Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A New Beginning. So, wir sind hier immer noch bei der Konferenz und wir haben verschiedene Probleme. Einmal ist hier dieser freundliche Herr, dem wir auf jeden Fall Gewürze in sein Essen mischen können. Weiß ich allerdings noch nicht, was das bringt. Dann haben wir den Typen hier oben. Den müssen wir ablenken, einmal um so ein Video einlegen zu können und einmal damit wir Salvador hereinlassen können. Der versucht ja durch die Lüftungsschränke, durch die Lüftungsschächte hineinzukommen. Genau, der macht sich Sorgen um sein Auto, da brauchen wir noch einen Schlüssel und halt um die Demonstranten hier, dass die ruhig sein sollen. Oder dass die, das Gegenteil, die sollen ruhig sein. Müssen wir irgendwie aufbringen. Ich weiß nicht wie. Was haben wir denn so? Wir könnten denen zumindest ihr Megafon zurückgeben. Das wäre ja freundlich. Stimmt, kann es sein, dass ich das sogar gesagt habe, dass wir das nicht vergessen dürfen? Mal gucken, ob Faye das macht. Ich gebe es später zurück. Vielleicht kann ich es noch gebrauchen. Verdammt. Okay, sie macht das nicht. Dann war ja hier noch dieser Türsteher. Das hatte ich auch überlegt. Mit dem könnten wir mal quatschen. Der hatte ja ein kleines Problem mit seiner Frisur, Hallo. Ne? Ja. Warum reagierst du so gereizt, wenn man dich anspricht auf deine... Warum reagierst du so gereizt, wenn man dich anspricht auf deine... Auf meine was? Deine Ohren? Meine Ohren? Wie? Weil sie so auffallen wegen der... Nein. Okay, ja, das hatten wir schon. Ich komme später noch. Ich hatte gehofft, dass der, dass wir irgendwie... Vielleicht können wir den Demonstranten sagen, sie sollen ihn darauf ansprechen oder Hallo. So. Hallo, die Erde sei mit dir. Was können wir für dich tun? Oh nee, wir müssen weiter. Dann bis bald. Okay. Tja, was machen wir dann als nächstes? Wir müssen ja... Vielleicht müssen wir oben nochmal gucken. Hier. Was wir hier machen können. So, hier ist das Fenster. Hier sind die Monitore und die Armaturen. Das springt mich jetzt aber nichts an. Das hatten wir eigentlich alles schon. Gucken wir vielleicht hier vorne nochmal. Wir können ihn natürlich auch nochmal... Moment, was ist denn hier? Eine Glastür. Haben wir die schon aufgemacht? Probieren wir mal. Ah, oh. Wir können da noch raus. Da war ich ja noch gar nicht. Okay. Neuer Ort. Ein Hoppala. Oh. Hier sind mehr Demonstranten, als ich dachte. Von hier oben sieht die Menge gar nicht so groß aus. Nicht? Ich finde, sie sieht viel größer aus. Reden wir mal mit denen? Selbst wenn ich rufe, werden die mich nicht hören. Okay, ist das hier noch mehr? Ja, hier ist noch mehr. Das Rolltor zum Beispiel. Irgendwo da unten muss die Garage sein. Und das Gebäude können wir auch noch angucken. Ich frage mich, wie viele Menschen hier wohnen. Gar keiner, oder? Als ob hier jemand in dem Kongresscenter wohnt. So, wir haben ja dafür unser Megafon, ne? Vielleicht können wir denen mal sagen, sprecht den Türsteher auf seine Haare an oder irgendwie sowas. Mal gucken. Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Oh, die hören aber gut zu. Reaktoren gehören verboten. Eine strahlende Zukunft. Nein, danke. Kein Meiler im Regenwald. Stoppt den Kahlschlag. Lieber heute als morgen radioaktiv. Also nee, lieber heute aktiv als morgen radioaktiv. Tja, wie könnten wir die denn am besten aufstacheln? Ich weiß nicht. Wollen wir einfach mal oben anfangen? Was wäre denn mein Lieblingsslogan? Eine strahlende Zukunft? Nein, danke. Ah, okay, jetzt habe ich es erst verstanden. Strahlende Zukunft. Okay, den finde ich schon mal gut. Kein Meiler im Regenwald, stoppt den Kahlschlag. Nee, das ist nicht so wirklich catchy, finde ich. Reaktoren gehören verboten. Nee, ich finde die strahlende Zukunft gut. Hauen wir mal raus. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Okay, sind die jetzt schon... Sind die jetzt schon aufgebracht genug? Ich gehe mal kurz oben gucken. Oder beziehungsweise hier vorne könnten wir auch mal gucken. Was ist denn hier? Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Nee, das hat jetzt irgendwie... Wobei, ich frag mal den Typen oben. Das wirkt jetzt noch nicht so krass, finde ich. Ich glaube, wir haben den falschen Slogan genommen. Mal gucken, was sagt der Beleuchter?
Hallo, darf ich dich kurz stören? Es ist. Die Demonstranten scheinen ziemlich aufgebracht. Schau mal. Die Demonstranten scheinen ziemlich aufgebracht. Schau mal. Echt? Ach, so sind die doch noch harmlos. Das sehe ich auf einen Blick. Verdammt. Okay, dann komme ich später nochmal wieder. Das lässt sich ändern, freundlicher Beleuchter. Cool, ich wusste gar nicht, dass wir da raus können. Voll übersehen. Danke nochmal. Hotkey-Taste. Okay, probieren wir nochmal. Hört ihr zu? Stopp den Kahlschlag. Ob das mit dem Kahl eine weil ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwas machen mit dem Türsteher, ne? Der hat ja was gegen seine Haare. Oder der wird nicht gerne auf seine Frisur angesprochen. Vielleicht ist das mit dem Karl ja, vielleicht versteht er das als Anspielung, wisst ihr? Und dann fängt er an, mit denen zu interagieren. Mal gucken, weil die anderen, heute aktiv als morgen radioaktiv, ist zwar cool, Reaktoren gehören verboten. Ich habe das Gefühl, bei dem ist der, das hat am ehesten was mit der Situation zu tun. Wisst ihr, was ich meine? Probieren wir mal den. Kein Meiler im Regenwald, stopp den Karlschlag! Kein Meiler im Regenwald, stopp den Karlschlag! Okay, mal gucken. Fühlt der Herr draußen sich davon angesprochen? Vielleicht müssen wir ihn auch mal anquatschen erst. Türsteher, Hallo. Hörst du das nicht? Ja. Kein Meiler im Regenwald, stopp den Karlschlag! Karlschlag? Ihr glaubt wohl, ich verstehe nicht, worauf ihr anspielt. Kein Meiler im Regenwald, stopp den Karlschlag! Findet ihr das etwa witzig? Das ist eine vererbte Krankheit. Wenn ihr nicht sofort aufhört, lasse ich den Platz räumen. Wir haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Genau. Du Fascho. Schnauze, ihr Körnerfresser, oder ich zeig euch, was Karlschlag ist. Ach ja? Dann komm doch her, wenn du dich traust. Wisst ihr was? Das mache ich, wenn ihr nicht sofort aufhört. Oh, sie haben aufgehört. Im Moment, macht weiter. Ich lasse sie lieber in Ruhe. Ach so, okay. Können wir ihnen jetzt das Megafon wiedergeben? Oder ist das ein schlechter Moment? Ich gebe es später zurück. Also wirklich. Wir haben versprochen, wir geben das zurück, ne? Aber na gut, sie haben ja noch eins. So, der Türsteher ist pissig. Müssen wir die jetzt nochmal ansprechen? Oder reicht das schon als aufgebracht? Stopp den Karlschlag! Mal gucken, können wir denen noch mal was sagen? Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Achso, nee, das ist dasselbe. Nee, dann lasse ich das so. Dann, jetzt hoffe ich natürlich, dadurch, dass ich das einmal ausgelöst habe, dass der nicht wieder weniger Brust ist. Nee, doch, er ist er Brust. Hallo. Er ist zu beschäftigt. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Okay. Na dann, vielleicht reicht es ja schon. Böser Türsteher, das könnte ja durchaus ein Zeichen sein dafür, dass es gleich aggressiv wird. Mal gucken. Ah, oh, er schaut tatsächlich in die andere Richtung. Mal schauen. Ach du meine Güte. Warum sind die plötzlich so aggressiv? Oh nein, kommt nicht weiter in Richtung Tiefgarage. Bleibt weg. Bleib bloß weg. Okay. Könnten wir jetzt zum Beispiel mal den Autoschlüssel wegsneaken? Ups. Weg ist er. So, dann war er hier irgendwo. Wo war denn der Knopf? Können wir hier mal... Lieber nicht. Eine falsche Bewegung und die ganze Konferenz weiß, dass ich hier oben bin. Ja, aber hier war doch irgendwo der Schalter, womit wir den Ventilationsschacht öffnen konnten. Vielleicht hier drin? Fassen Sie das bloß nicht an, sonst bekomme ich noch Ärger. Wenn Sie die Shots öffnen, kriechen am Ende noch Demonstranten in die Lüftungsschächte. Diese Chaoten sind doch zu allem fähig. Ja, aber genau das will ich doch. Okay, aber das bemerkt er. Aber wir haben die Autoschlüssel, immerhin. Damit sollten wir jetzt in der Tiefgarage eigentlich weiterkommen. Wir gehen mal hier durch. Bin übrigens gut, dass der gute Braun mit seinem Vortrag schön wartet, bis wir hier fertig sind. Der achtet immer sehr darauf, dass irgendwelche Störenfriede das machen können. So, dann benutzen wir doch mal den Schlüsselbund. An dem Bund hängen verschiedenste Schlüssel. Genau, mit dem Schloss hier. Schickes Auto. Darf ich doch mal gucken? Das ist also das Ding, von dem der Beleuchter so geschwärmt hat. Das stinkt ja selbst im Stehen noch nach Abgasen. Schrecklich.
Können wir es mal aufmachen? Oh, stimmt, wir haben ja sogar die... wir haben doch die Schlüssel. Darf ich? Oh je. Das sieht aber kompliziert aus da drin. Wozu wohl all diese Schalter und Hebel da sind? Okay, es ist offen. Bedienen. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Hebel... Oh, das war wohl der Selbstzerstörungsmechanismus. Ich hoffe, das hat er nicht gesehen auf seinen Kameras. Kann ich vielleicht hier... An den Bund hängen. Ja, ja. Hiermit auch das Tor öffnen. Moment. An den Bund. Ja, ja, ich weiß. Aber, ne? Nö. Okay. Hätte ja sein können, die ist damit dran. Meistens, oder viele klemmen die ja auch gerne so hinter die... hinter den Spiegel, oder? Diesen oberen... Ach, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Diesen Klappspiegel, den man so runter machen kann. Wo dann so ein kleiner Spiegel ist. Da tun doch viele ihre Parkscheine rein. Dieses Ding wird die Umwelt nie wieder verpesten. Naja, ich meine, es verpestet die Umwelt gerade schon ein bisschen. Das fährt nirgendwo mehr hin. Okay, ich glaube, wir sollten besser schnell gehen, bevor der gute Mann was bemerkt. Und vielleicht ihm Bescheid sagen. Du, hör mal, ne? Irgendwer, ich weiß nicht, wer sowas tun würde, aber irgendjemand hat hier, also, oh, er ist schon weg. Oh. Ob er uns gesehen hat, war das vielleicht ein Fehler? Haben wir jetzt, das ist halt auch, das könnte uns auf der Konferenz später auch schaden, ne, dass wir hier Verbrechen begangen haben vorher. Aber na gut, wir machen erstmal den Schrank auf, machen noch mehr kaputt. Hier einmal die Lüftungsschächte auf. Jetzt sollten die Shots auf sein. Cool. Können wir dann... Ah ja, so macht sie automatisch. Salvador! Salvador, bitte kommen! Die Shots sind jetzt auf. Du kannst jetzt rein. Ich hoffe mal, das war ein Zu-Befehl, Faye. Wir sehen uns dann gleich drin. Huiuiui, in Person würde sie aber nicht so mit ihm reden, ne? Dann gucken wir mal, ob er es geschafft hat. So, wo wären denn die Shots? Wo würde er denn landen? Hier vorne? Hey! Ah, ja. Ah, er ist im Klo. Ah, da bist du. Oh, das ist gar nicht das Klo. Wo ist dieser Dr. Braun? Der steht immer noch am Buffet. Als wäre er festgewachsen. Die Wachen dürfen mich nicht sehen, also bring ihn am besten hierher. Und wie soll ich das anstellen? Keine Ahnung, lass dir was einfallen. Okay, wahrscheinlich indem wir die, Bowle speisen und dann irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau was. Wir können ja erstmal Salvador angucken. Er sieht sehr ruhig aus. Als ob er einen Plan hätte. Ich meine, ich überlege gerade. Salvador ist ja ein bisschen gewaltbereiter als wir. Vielleicht... Aber das ist gar nicht so eine dumme Idee, ne? Den Braun niederzuschlagen, hier festzubinden, ihn als Braun zu verkleiden, also seine Klamotten zu klauen. Und dann der Konferenz, also das ist schon nicht nett, aber klappen könnte es auch. Wobei, wir müssten den Braun dann natürlich danach auch irgendwie mitnehmen, sonst plappert der ja. Also, ja, okay, jetzt wo ich so drüber nachdenke, das hätte schon eine Menge sehr illegale Aktivitäten zur Folge. Wir gucken mal, was im Schrank ist. Oh, Saft. Cool. Orangensaft. Wie lange der hier wohl schon steht? Ach. Komm, nimm mit. Können wir den Orangensaft spicen oder vielleicht ins Bowleglas? Also die würde ich unter keinen Umständen mehr trinken. Oh, verdorbene Bowle. Oh, es war tatsächlich schlechter Orangensaft. Okay. Und noch Spice? Nö. Okay. Das heißt, wir machen den Braun jetzt wahrscheinlich krank. Dann rennt er zu den Klos. Und die Klos sind ja hier direkt nebenan. Ist hier noch irgendwas? Ja, da ist noch irgendwas. Der Schrank immer noch. Ah, den können wir wieder zumachen. Ja, wir sind ja ordentliche Leute, ne? Nochmal mit ihm reden. Da bist du ja endlich. Wo ist Dr. Braun? Ich konnte ihn noch nicht hierher locken. Dann beeil dich. Du musst ihn zu mir bringen, bevor er seinen Vortrag hält. Okay, alles klar. Ist ja gut, Salvador. Wir beeilen uns. So, ich glaube, ich weiß auch schon wie. Und zwar schütten wir erst die Gewürzmischung in seine Bowle, ne? Auf die Häppchen, genau. Dann bieten wir ihm Bowle an. Und zwar gammlige Bowle. So, Mr. Braun, guck mal, was ich hier für dich habe. Das ist zu auffällig. Ach so, dann stellen wir das einfach hier hin. Dann gießen wir das da rein. Können wir nicht? Nee.
stell das doch hier hin. Ach nee. Also wir dürfen es ihm nicht geben, aber sie will es hier auch nicht dazustellen. Ich dachte, wenn er hustet, hat er dann vielleicht Durst. Vielleicht kann ich nochmal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihm einfach was anbieten. Ah, Sie schon wieder. Was wollen Sie? Das Essen sieht wirklich lecker aus. Das Essen sieht wirklich lecker aus. Es sieht nicht nur so aus, es schmeckt auch. Probieren Sie mal. Kein Vergleich zu dem Fraß, den andere Konferenzen manchmal anbieten. Und vor allem nicht zu stark gewürzt. Das kann ich gar nicht leiden. Okay. Könntest du kurz mitkommen? Ja, das wird nicht klappen, aber der Vollständigkeit halber probieren wir es einmal auf die nette Art, ne? Kannst du kurz mitkommen? Ein Freund von mir würde gern mal mit dir sprechen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Und nein, ich kann hier jetzt nicht weg. Mein Vortrag beginnt demnächst. Okay, was genau hast du denn gegen stark gewürztes Essen? Vielleicht müssten wir auch erst... Mussten wir einfach nur erst dieses Gespräch führen, bevor das klappt. Mal gucken. Was hast du denn gegen stark gewürztes Essen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Was Ihre Frage angeht, ich vertrage einfach keine starken Gewürze. Meine Schleimhäute sind da sehr empfindlich und... Ja. Das war jetzt mehr, als ich wissen wollte. Okay. Ich muss weiter. Bis später. Nehmen Sie sich am besten noch ein Häppchen mit. Es lohnt sich. Ja, später vielleicht. So kann sie jetzt vielleicht die hier hinstellen? Auf keinen Fall. Wieso denn nicht? Ich finde, das macht halt voll Sinn. Okay, wir kippen nochmal Gewürze drauf. So, und jetzt schnell. Nee, nö. Eben die anbieten. Das wäre zu auffällig. Das, aber... Okay, dann weiß ich halt... Er hustet jetzt. Und dann darf ich Dr. Braun die okay, jetzt geht's. Warum? Wollten Sie, dass er auf die Toilette rennt und sich übergibt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh, ich habe vergessen, dir etwas zu erzählen. Also nochmal, Braun hustete und ich gab ihm noch nicht die Bohle. Wir haben einen Erfolg gekriegt, unwichtige Details. Ich gab ihm noch nicht die Bohle. Was machten wir denn dann? Bin ich jetzt auch ein bisschen ratlos. Vielleicht ist ja irgendwo was Neues aufgetaucht. Vielleicht fehlt uns ein Gegenstand. Mal gucken. Ist hier oben denn noch irgendwas? Nee. Sieht jetzt voll nicht danach aus. Hier ist die Shot-Steuerung. Die Monitore. Okay, ist vielleicht unten bei dem Auto. Haben wir da irgendwas verpasst? Das könnte ja sein. Durchaus. Ach so, vielleicht müssen wir die Toilettentür irgendwie verbarrikadieren. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein. Ah, das würde Sinn machen. Das kann warten. Okay, Moment. Können wir vielleicht dieses Schild hier ablösen? Das bringt nichts. Dass wir die tauschen, dass er auf Toilette rennt, aber es ist die Abstellkammer. Wisst ihr, wie ich meine? Können wir das hier irgendwie abschneiden? Abpulen? Hoffentlich wird es niemand vermissen. Ah ja, sehr gut. Und jetzt dieses Schild auch. Ah, okay. Ja, das macht tatsächlich Sinn. Das hier kommt hier hin. Ah ne, jetzt habe ich es genau richtig rumgemacht. Nochmal anders. Jetzt habe ich mich beim Vertauschen getauscht. So, also das von der Abstellkammer kommt hier zu den Klos. Und das von den Klos kommt zur Abstellkammer. Und dann können wir das machen. Okay. So, wir tun erstmal Gewürze hier auf die Häppchen. Dann warten wir, bis er hustet. Huste, na, los. Jetzt. Jetzt rennt er da rein und kotzt Salvador an. Ich will, dass du das Indes-Kraftwerk abschalten lässt. Ha. Wieso sollte ich das tun? Du musst nicht. Ich kann es sonst auch machen. Was machen Sie da? Was soll das? Er klaut bestimmt die Klamotten. Ja!
Ich hab dir doch gesagt, man kann mit diesen Leuten nicht reden. Bevor sich die Kommission zur Beratung zurückzieht, erteile ich nun Inspektor Braun von der Internationalen Energiekontrollbehörde das Wort. Herr Braun hat im Vorfeld dieser Konferenz für die IOEC sämtliche Anlagen und Bauvorhaben von Indes Industries gründlich untersucht. Inspektor Braun, Sie haben das Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren. Okay, was sagt er jetzt? Jetzt müssen wir noch das Video einschieben, ne? Kein Problem, machen wir. Auf geht's. Bei diesen Bildern müssen Sie doch zur Vernunft kommen. Und los. Mal schauen. Mein Name ist Braun. In meiner Eigenschaft als IOEC-Gutachter habe ich die Kraftwerke genauestens inspiziert und bin zu dem Schluss gekommen, die Kraftwerke von Indus Industries sind eine große Gefahr für unser Klima. Meine Untersuchung ergab zweifelsfrei, dass die Indus-Großkraftwerke zu einem Klimakollaps von globalen Ausmaßen führen werden. Wenn wir es ihm gestatten, unseren Planeten mit seinem Schmutz zu verseuchen, werden wir bereits bis 2050 mit katastrophalen Veränderungen des Weltklimas rechnen müssen. Globale Erwärmung, Abschmelzen der Pole, steigende Meeresspiegel. Dieser Mann ist nicht braun. Ihr seid dafür verantwortlich, dass dies niemals geschieht. Indes hat recht. Das ist unmöglich, Dr. Braun. Was hat dieser Auftritt zu bedeuten? Sicherheitsdienst. Nehmen Sie diesen Mann in Gewahrsam. Hui, das hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Faye guckt erstmal gelangweilt. Entschuldige mal, hier sind gerade wichtige Dinge passiert. Die Bühne. Oh je, das läuft ganz und gar nicht nach Plan. Aber wie soll ich Salvador retten? Auf mich alleine hört ja niemand. Tja. Aber ich muss sagen, das war ein guter Plan, das hat gut geklappt und Salvador kann schon Reden halten, nicht schlecht. Kann ich mal gucken, was hier drin abgeht übrigens? Oh. Ich dachte, Blutlache. Ich dachte, Braun wäre hier. Wo ist er? Meine Güte. So viel Blut, aber von Braun weit und breit keine Spur. Nur sein Koffer ist noch da. Kann ich den mal angucken? Das ist der Koffer, den Dr. Braun bei sich trug. Mal sehen, was alles in dem Koffer ist. Papiere. Noch mehr Papiere. Ah. Eine Magnetkarte. Die könnte mir noch nützlich sein. Ist die für die Tiefgarage? Keycard. Auf der Magnetkarte sind die Öffnungszeiten für einen Parkplatz aufgedruckt. Von Parks habe ich schon gehört. Schön zu wissen, dass hier einer in der Nähe ist. Nein, das ist doch für... Aber will sie sich die Papiere nicht mal angucken? Weil mich würde jetzt doch interessieren. Ich habe ja jetzt letzte Folge die Theorie aufgestellt, dass der Braun vielleicht gar keine bösen Absichten hat und vielleicht nicht mal gekauft ist, sondern einfach nur halt Kraftwerke untersucht hat, vielleicht andere als das im Regenwald und gesagt hat, ja, die haben die Maßnahmen halt, ne? Also das könnte ja sein. Können wir nochmal durchsuchen? Die Magnetkarte war das einzige... Nee, okay. Hat mich jetzt schon interessiert, was da drauf steht. Dann machen wir mal zu. Ich meine, vor allem, Faye, ne? Wenn da jetzt irgendwelche Bestechungsnachweise oder dergleichen drin wären, das wäre ja durchaus nützlich gewesen, ne? Das hätte ja durchaus auch was gebracht dann im weiteren Verlauf. Gerade wenn die ihn gerade festnehmen wollen, dann sind wir ja sonst ziemlich am Arsch. Aber wenn wir halt Papiere hätten, die zeigen, dass Braun irgendwie bestochen wurde, das würde was bringen. Na gut, machen wir mal hier auf. Ich weiß nicht, ne, dann kommen wahrscheinlich die Demonstranten rein. Noch mehr Aufruhr. Bestimmt. Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Was hat das zu bedeuten? Wir verlangen die sofortige Abschaltung der Indes-Kraftwerke.
Und was wäre Ihrer Meinung nach die Alternative? Der halbe Erdball ohne Strom? Ich glaube, das ist mein Stichwort. Ich habe es schon einmal gesagt, aber die Svensson-Alge funktioniert und sie kann die Indes-Kraftwerke ersetzen. Sie wissen, wir reden hier über eine Alternative zur Atomenergie. Ich kenne die Alge. Ich weiß, was sie kann. Vertagt die Konferenz. In 3 Tagen bringe ich euch ein Exemplar und ihr werdet sehen, ich habe recht. Vertagt die Konferenz. Das haben Sie gesagt? Ja. Und Sie hörten auf Sie? Sie mussten. Das Gebäude war umstellt, die Cops lagen gefesselt auf dem Klo und das Buffet war ein Scherbenhaufen. Stell dir vor, keine Lachshäppchen mehr. Der Abend war gelaufen. Zeitreisen? In Ordnung. Aber eine Klimakonferenz, die zu Konzessionen bereit ist? Was ist dann passiert? Salvador flog nach Südamerika, um das Kraftwerk zu überwachen. Ich direkt zu dir. Ich wurde verprügelt und gefesselt und... Ja, den Rest kenne ich ja. Ich nehme an, wir befinden uns gerade auf Kurs zu meiner Forschungsstation, um die Alge zu holen. Yeah, Volltreffer. Also gut, ich werde Ihnen helfen, aber unter einer Bedingung. Wenn wir unten sind, überlassen Sie mir das Reden und keine Geiselnahmen und keine Belagerungen mehr. Verstanden? Versprochen. Dass ich dich nochmal hier begrüßen kann. Das ist ein Kontrollbesuch. Ich hatte Angst, dass du die Station gegen einen Eisberg steuerst. Schön, dich zu sehen, Barney. Hast du Duwe gesagt, dass ich komme? Er war nicht gerade begeistert. Ich hoffe, du hast die Samthandschuhe eingepackt. Ich hatte wenig Zeit zum Packen. Na, auf die Story bin ich gespannt. Wer ist deine Begleitung? Ach ja, darf ich vorstellen, Prinzessin Leia. Stimmt doch gar nicht. Ich heiße Faye. Reizend. Du hast einen interessanten Zeitpunkt für deinen Besuch gewählt. Du und ich halten heute und morgen unsere Präsentation für Investoren aus der Wirtschaft. Was ist denn mit den staatlichen Forschungsgeldern? Du weißt es noch gar nicht? Ich dachte, Duwe hätte dir wenigstens ein bisschen erzählt. Die Forschungsgelder wurden gestrichen. Was? Bent, das ist eine Katastrophe. In der Tat, das wäre das Ende. Meine ganze Arbeit. Alles umsonst. Das muss nicht sein. Ich habe da mehrere Investoren an der Angel. Erst gestern hat sogar ein echter Star zugesagt. Wir müssen mit Ihnen reden. Erstmal müsst ihr zum Gesundheitscheck. Und danach? Wäre doch gelacht, wenn wir unser Gemüse nicht bald in trockenen Tüchern hätten. Das wird noch ein aufregender Tag, sage ich euch. Kapitel 5. Atlas, Teil 1. Okay, alles klar. Spannend, spannend. So, Bent, das wär's. Ich bin durch mit Ihnen. Und? Alles in Ordnung, Doc? Könnte man so sagen. Für jemanden mit Ihrer Krankengeschichte gibt es absolut nichts zu meckern. Der Ruhestand tut Ihnen gut. Mein Ruhestand war ein Albtraum. Mein Ruhestand ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Oder lass uns später weiterreden. Ich glaube, realistisch gesehen, es war ein Albtraum für ihn. Also so wie er am Anfang drauf war, auf jeden Fall. Übrigens, er ist auch sehr casual mit dem Teil der Geschichte klargekommen, wo sie Dr. Braun umgebracht haben. Oder? Also, ich vermute, dass es passiert. Der war doch da bestimmt im Schrank, oder? Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht war das ja auch nur Tomatensauce auf dem Boden. Wer weiß. Genau, mein Ruhestand war jedenfalls ein Albtraum. Mein Ruhestand war ein Albtraum. War ein Albtraum? Sie arbeiten doch nicht etwa wieder? Wenn ja, muss ich Ihnen dringend davon abraten. Sagen wir einfach, mein Leben macht endlich wieder Sinn. Und das habe ich ganz alleine Faye hier zu verdanken. Ah, ich verstehe. Und ich hatte schon befürchtet, Sie versuchen schon wieder die Welt zu retten. Ja... Schon, irgendwie. Mein Ruhestand ist das Beste, was mir jemals passiert ist, können wir immer noch sagen, aber es macht ja keinen Sinn. Ich widerspreche mir doch nicht selber. Lass uns später weiterreden. Lassen Sie uns später weiterreden. Wir kommen sonst zu spät zur Präsentation. Richtig. Dann kommen wir nun zu Ihnen, Miss Faye. Haben Sie irgendwelche Krankheiten, von denen ich wissen müsste? Was geht dich das an? Oh,
Das geht mich sogar sehr viel an. Von meinem Gutachten hängt es ab, ob sie auf die Insel dürfen oder nicht. Dann bleibe ich eben hier. Ich reise doch keine 500 Jahre, um mich aufschlitzen zu lassen. Entschuldigen Sie? Ich habe Sie nicht verstanden. Faye, Sie können dem Doc vertrauen. Er weiß, was er tut. Na gut. Aber keine heißen Kohlen. Und keine Sägen. Versprochen. Bent, wenn Sie bitte draußen warten würden. Ich fürchte, das kann hier noch etwas dauern. Ja, Bent, geh schon mal vor. Ich werde mit diesem Quacksalber schon alleine fertig. Kann ich den Vorhang nochmal zurückziehen? Oh, er kann dahinter gucken. Ich sah den Doc an, als wolle er sie erschlagen. Dabei will er nur ihre Kniereflexe testen. War Faye noch nie beim Arzt? Das würde das natürlich erklären. Weil ich finde, sie ist jetzt auch ganz schön anti dafür, dass sie ja die Welt retten will und so. Und das irgendwie wichtig ist jetzt hier, um weiterzukommen und alles. Aber vielleicht hat sie auch, ich meine, Horrorgeschichten aus alter Medizin, ne? Die kennt man ja jetzt schon. Vielleicht sind die in der Zukunft noch schlimmer. Sag mal, sind hier Kindergemälde? Was geht? Das obere hat Duwe vor langer Zeit gemalt, das untere nicht. Ist das sein Sohn, der Duwe? Das habe ich jetzt vergessen, ob wir das schon wissen. Wir können mit dem Vorhang auch reden. Doc, ich brauche einen abgestempelten Pass, sonst lässt mich Barney nicht zur Präsentation. Sie bekommen ihn, sobald ich Ihre Freundin untersucht habe. Hey, das blendet! Würden Sie bitte aufhören, die Augen zuzukneifen? Ich muss Ihre Pupillen überprüfen. Nein, meine Augen bleiben zu. Oh, das dauert wohl noch. Wenn ich rechtzeitig zur Präsentation will, muss ich mich darum kümmern. Okay, alles klar. Da haben wir jetzt schon erfahren, dass es wahrscheinlich gleich ein kleines Problem gibt. Außerdem, ich weiß gar nicht, also Faye ist ja quasi fehlerhaft, nur knapp fehlerhaft durch die Zeit gereist und hat vorhin daraufhin Blut gehustet, ne, wenn wir uns erinnern. Also vielleicht hat die tatsächlich irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Ich glaube, der Arzt, das ist vielleicht nicht schlecht, dass sie sich mal durchchecken lässt. Gut, aber hier auf der Insel gucken wir uns weiter um in der nächsten Folge von A New Beginning. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern ein Like da, schreibt in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!